Ich hoffe, dass Cordula Streich aus Marzahn-Hellersdorf hier im Raum ist. Ja. Da ist sie. Sie bringt den Antrag V03, IGA 2017, ökologisch, sozial, innovativ und nachhaltig gestalten. Cordula, du hast das Wort und ich bitte um Ruhe. Danke. Cordula, du hast das Wort. Danke. Liebe Freundinnen und Freunde, die IGA 2017 ist auf einem guten Weg, ein Modell für eine ökologische und nachhaltige Gartenschau zu werden. Dafür haben wir uns als Grüne von Anfang an stark gemacht. Die frühzeitige Einbindung der Umwelt- und Naturschutzverbände in die Planung und Entwicklung der IGA war ein wichtiger Schritt. Ebenso wurde auch die Bevölkerung in Marzahn... Liebe Leute, bitte ein bisschen Ruhe. Bitte. Dankeschön. Ebenso wurde auch die Bevölkerung in Marzahn-Hellersdorf frühzeitig beteiligt und kontinuierlich in verschiedenen Veranstaltungen umfassend informiert und ein Diskussionsprozess gestartet. Dies wurde mit großem Interesse und Engagement aufgenommen. So konnte neben einem Bewaldungskonzept für das Klienberg-Gelände, das der Steigerung der Biodiversität dient, auch erreicht werden, dass gastronomisch auf regionale und Bioanbieter zurückgegriffen wird. Ein absolutes Novum ist, dass die IGA eine Nachhaltigkeitszertifizierung erhalten wird, die dann als Maßstab für kommende Gartenschauen gelten kann. Mit unserem heutigen Antrag zur IGA 2017 möchten wir noch einige Punkte festmachen, die für uns eine große Bedeutung haben. Wir fordern den Senat, die IGA GmbH und die Grünen Berlin GmbH auf, eine sozialverträgliche Preisgestaltung der Eintrittspreise und der weiteren Angebote der IGA vorzulegen. Denn eine IGA nur für gut situierte und Bustouristinnen und Bustouristen darf es in unserer Stadt nicht geben. Des Weiteren fordern wir Anreize für die Anreise mit Bus und Bahn zu schaffen, die Radrouten zur IGA 2017 auszubauen und ausreichend Parkmöglichkeiten für Fahrräder zur Verfügung zu stellen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist für uns das Projekt Umweltbildung, IGA Campus. Wir fordern die Einbeziehung der bereits vor Ort tätigen Akteurinnen sowie den Erhalt und die Weiterentwicklung des IGA Campus zu einem dauerhaften Umweltbildungszentrum für Kinder, Jugendliche und Bürgerinnen und Bürger. Hintergrund: Obwohl Marzahn-Hellersdorf über sehr viele Grünflächen verfügt, wurde das Thema Umweltbildung bisher im Bezirk vernachlässigt. Es gibt keine Gartenarbeitsschule in Marzahn-Hellersdorf. Es liegt uns sehr am Herzen, das Projekt IGA Campus und die weitere Nachnutzung dieses Campus, um den Baustein eines Integrationsgartens zu erweitern. Hier sollen Anwohnerinnen und Flüchtlinge die Möglichkeit erhalten, gemeinsam zu gärtnern. Denn wir sehen das gemeinsame Arbeiten in der Natur als einen wichtigen Baustein, eine lebendige Willkommenskultur zu schaffen. Ich bitte euch um eure Unterstützung für diesen Antrag. Vielen Dank. So, danke, Cordula. Für noch eine Pro-Rede bitte ich Antje Kapek, die stadtentwicklungspolitische Sprecherin der Fraktion, ist zur Bühne, zum Mikro. Danke. Vielen Dank, Turgut. Ich weiß, dass es dir wahrscheinlich selbst ein Anliegen wäre, zu diesem Thema zu sprechen. Tja, Pech, wenn man im Präsidium sitzt. Aber vielleicht kann ich ja zwei Punkte für dich mit aufnehmen. IGA 2017, ich weiß, als die Entscheidung fiel, diese Gartenschau von Tempelhof nach Marzahn zu verlegen, dass ich am selben Tag noch eine Pressemitteilung rausgegeben habe und gesagt habe, was soll der Quatsch, Berlin braucht keine neue Blümchenshow. Und es wird euch vielleicht verwundern, aber ich habe den Antrag jetzt mitgezeichnet und bin deshalb anderthalb Jahre später an einem Punkt, wo ich sage, na Moment mal, das eine oder andere ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Trotzdem wird es euch vielleicht wundern, warum ausgerechnet ich und wir uns für ein Projekt aussprechen, was der Senat auf den Weg bringt, was eigentlich auch in jeder Hinsicht Kriterien einer Leistungsshow erfüllt. Ich sag's euch, der Turgut, sei er erwähnt, hat vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen ein naturschutzpolitisches Frühstück organisiert, wo Naturschutzverbände aus ganz Berlin zusammengekommen sind. Und da entbrannte eine sehr, sehr heiße Diskussion über die IGA und die Frage, ist das jetzt gut so oder müssen wir nicht eigentlich das Geld in die Bezirksgrünflächen stecken, die wir haben? Ja, natürlich müssen wir das, ist aber ein ganz anderer Topf. Und was für mich dabei nochmal wirklich bestätigt wurde, ist,
wenn man richtig viel Druck macht und wenn man ganz klar formuliert, worin die eigenen Anforderungen bestehen, dann kann man sich manchmal sogar durchsetzen. Und bei dem Konzept für die IGA 2017 ist genau das passiert. Das hätte ich vor anderthalb Jahren nicht für möglich gehalten. Ich würde heute sagen, doch, das ist so. Und ich glaube, wir müssen deshalb solche Anträge schreiben, um nochmal deutlich zu machen, was wir jetzt noch an Forderungen stellen und was aus unserer Sicht wichtig ist. Da gucke ich mal Stefan an. Ich glaube, das gesamte Thema Verkehr, Verkehrsanbindung ist von zentraler Bedeutung. Und ich glaube dem Senat noch nicht, dass sie dort für eine richtige ÖPNV-Anbindung sorgen werden. Deshalb müssen wir da weiter Druck machen. Das ganze Thema, wie sozial wird diese Veranstaltung und vor allem, wie geht es weiter in der Zukunft? Was passiert, wenn die IGA vorbei ist? Auch hier ist es sehr wichtig, deutlich zu machen, es geht um die Anwohnerin vor Ort und es muss auch bezahlbar sein für Menschen mit kleinem Portemonnaie. Und drittens, und das ist natürlich uns Grünen am allerwichtigsten, muss das Ganze, wenn schon denn schon, auch ökologisch vertretbar organisiert werden. Und ich glaube, da sind wir wirklich auf einem guten Weg. Und deshalb bin ich zu dem Schluss gekommen, als ich dort vor Ort war und gesehen habe, diese Gärten der Welt, diese IGA 2017, ist direkt neben einem zukünftigen Containerdorf für geflüchtete Menschen geplant, kam mir der Gedanke, was kann eigentlich besser deutlich machen, dass Vielfalt und Diversität schöner ist als Monotonie, als bunte Blumen. Und deshalb glaube ich, ist es genau der richtige Ort, um für Internationalität, für Vielfalt und für eine ökologische Sicht auf die Dinge an dieser Stelle zu werben, wo Weltoffenheit und Vielfalt noch nicht in jedem Kopf angekommen ist. Danke. So. Danke, Antje. Gibt es Kontrarede zu diesem Antrag? Ich sehe keine. Jetzt stimmen wir über diesen Antrag ab. Wer gibt seine oder ihre Stimme zu diesem Antrag? Danke. Und wer ist dagegen? Keiner oder keine. Wer enthält sich? Eine Enthaltung, damit ist zwei Enthaltungen, damit ist dieser Antrag auch angenommen. Danke.